Freunde, hier ist wieder OVL Nerf Community. Geht noch nicht los. Und es geht noch nicht los. Hab ich gerade. Und ich höre gerade, es geht noch gar nicht los. Wir sind noch nicht auf Sendung. Halt, stopp. In der Zwischenzeit. Wieder geht's an Magic Beam. Nicht mehr mit Hallöchen, Leute. Top Freunde, hier ist wieder die OVL Nerf Community und wir haben hier wieder den Magic Bieber. Hallöchen! Bei uns im Studio, genau. Ist Jens Matthew. Hallo? Moin. Schickes T-Shirt. Ja. Wir spekulieren über einen Blaster heute. Yay. Du weißt Bescheid? Also spekulieren ist immer lustig, da braucht man keine handfeste Meinung haben. Genau. Es geht um dieses Gerät hier. Scheiße. Sehr faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Weißt du das? Absolut keine Ahnung. Das ist eine Drohne. Es gab ja mal die Terra Drone in Amerika. Die fand ich ganz lustig. Und das ist eine Weiterentwicklung davon. Soll es zumindest sein, weil die Terra Drone war irgendwie so eine Art Spinne, ne, die dann gehen konnte. Ich glaube auch ferngesteuert oder so. Mit 6 Beinen. Also ich sehe da so eine gewisse Gemeinsamkeit mit eurem Logo. So. Diese 6 Dinger. Ja, ich warte ja noch drauf, dass das mal als Spielzeug produziert wird. Weiß ich nicht, was auf dem Rücken von dem Ding ist, habe ich noch nie bisher gesehen. Vielleicht ist da einfach nur ein Blaster drauf und das krabbelt dann über den Boden. Ja, muss man umdrehen. ja, auf jeden Fall, dass die neue Terra Drone, wie auch immer die heißen mag, die hat auf jeden Fall, die kann fahren. Das ist ein Wall-E. Das ist Wall-E der Unterkörper. Das könnte es sein. Und auch mit einer Fernsteuerung bedienbar, da ist sogar ein Display drauf. Kann nicht wahr sein. Und ja, da ist eine Kamera verbaut und dann kann man die quasi von diesem Display aus kontrollieren. Das heißt, die kann man steuern, ohne sie sehen zu müssen. Ich weiß, ich wusste bisher noch gar nicht, ich hatte die Terra Drone ja nie wirklich im Augenwinkel. Ich habe nur gedacht, ja, toll, da habe ich eh nicht, brauche ich auch eh nicht. Also da musste man die immer im Blick haben. Da musste man immer spekulieren, ja, da könnte er vielleicht sein und da schieße ich mal hin. Sozusagen, denke ich mal. Hier sieht man zum Beispiel auf der Fernbedienung verschiedene Knöpfe, 1 bis 4. Ich weiß nicht genau, ob das verschiedene Programmiermodi oder so. Ein roter Knopf an und aus, noch mehr rote Knöpfe sind da. Vor, zurück, rechts, links halt, die grauen zum Beispiel. Und damit wir uns das mal besser zusammen angucken können, kommen wir mal hier hin. Ich habe den Stuhl schon mal vorgebracht mit der Biogas-Sitzheizung. Und ich hole mir einen, der ist arschkalt. Ja. Erstmal Biogas tanken. Ich habe hier die Beschreibung. 18 Darts sind da mitgeliefert. Ja, wo kommen die rein? Das sind, keine Ahnung, ich schätze mal. Ach, da ist ein Magazin. Da kann man es sehen. Ich habe keine Hand mehr frei. Zeig mal drauf. Ja, hier. Da ist ein so Seitenmagazin, ein Clip-Magazin. Ein 18er wohlgemerkt, schätze ich mal. Ich habe jetzt hier gezeigt, ne? Genau. Was mich wundert, dieser, ich nenne es jetzt mal Blaster, hat 2 Tactical Rails. Wofür? Man steht ja nicht dahinter und zielt damit. Oder ist das auch zum Handbedienen? Vielleicht einen Griff ranbauen, dann kann man den leichter vom Boden aufheben. Tja, das könnte man vielleicht machen, aber ich wüsste nicht, wieso man das tun sollte. Oder eventuell könnte man ihn hochheben und dann selbst das Blaster benutzen. Vielleicht lässt sich das auch abbauen. Nee, das habe ich auch schon überlegt, aber es sieht nicht so aus, als ob es das abbauen lässt. Oh, jetzt ist das Display ausgegangen. Ja, dein Code, ja, interessant, sehr einfallsreich. Genau. Sein Penis. Der Code. auf jeden Fall haben wir hier, ich versuche mich gerade in der Kamera zu spiegeln, um selber hier drauf zu gucken. Ich bin mal deine Augen und Ohren wie die Drohne. Die kann, die Fernsteuerung ist auf jeden Fall über Funk, also da ist kein langes Kabel zwischen. Und die Kamera, das Display hat einen Schutz, den kann man zuklappen. Den kann man auch noch als Lichtschutz benutzen, weil ich denke mal nicht, dass es sonderlich hell ist. Ja, das kann es auf jeden Fall auch sein. Die nächste und interessanteste Frage ist eigentlich, wie kommt man da dran an sowas? Es ist zum Beispiel, in Amerika kommt es im Herbst raus, in den USA. Da wird es dann auf den Markt released und soll ungefähr $200 kosten. Da renne ich ja lieber um die Deckung rum. Ja, oder du rennst um die Erde rum nach Amerika.
Das ist wahrscheinlich noch günstiger als ein Flug dahin. Oder der Import, je nachdem. Einmal rum geht wenigstens in 80 Tagen. Ja gut, spätestens beim Zoll ist Feierabend. Also zumindest, wenn man sich das schicken lässt. Ja, ansonsten die Kamera hat eine Auflösung von 720p. Also HD Ready. Also stellen wir uns vor, da ist noch eine SD-Karte drin, die wir für Videos benutzen können. Da wäre schon ziemlich geil. Das ist nämlich auch nicht klar, ob man Videos speichern kann oder ob das wirklich nur dafür da ist fürs Display. Aber ich denke nicht, dass das Display 720p ist. Ich denke mal, da geht es auch um eine Videoaufzeichnung. Aber ich sehe tatsächlich eine Möglichkeit, noch einen Lauf anzubauen, wenn man das möchte. Ja, das hat eine Kupplung für eine Laufverlängerung. Ach, Kupplung nennt man das. Ich habe das ein Jahr einfach eine Möglichkeit für eine Laufverlängerung. Das kann man auch, Kupplung ist die Abkürzung. Ach geil, na toll. Das sagt ja, man kuppelt ja außerdem das an. Also eine Schlauchkupplung. Über dem, ja, über der Kupplung noch zwei Löcher. Ja, ich weiß nicht, ob das beides Kameras sind. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das eine auch ein Infrarotlicht für Nachtsicht. Oder es ist das Mikro. Oder es ist ein Blindstopfen, wo nichts ist. Oder sie benutzen dort die neuen Mikropfeile. Also die mit Gift. Das sind dann Schaumstoff-Darts, die dann so schmal sind, so wie Schreichhölzer. Ja. Das sind dann nicht die Mega-Darts, das sind dann die Mini-Darts oder so. Micro-Darts. Genau. Sieht schön aus von den Farben auf jeden Fall. An der Fernbedienung hat man außerdem noch zwei Karabiner, zwei Ösen, wo man dort Karabiner ranmachen kann. Kann man also auf zwei Seiten anhängen. Oder vielleicht auf beiden gleichzeitig. Hm. Und jetzt haben wir hier auch nochmal den Namen draufstehen. N-Strike Elite Terra Scout nennt sich das. Oder beziehungsweise in der vollständigen Bezeichnung N-Strike Elite Terra Scout RC Kampfpanzerdrohne. Das werden Sie bestimmt sagen. Das ist aber auch noch die Abkürzung für den eigentlichen Namen, den ich... Dreh mal um, ne? So passt bestimmt gerade so rauf. Geht über die Sendezeit. Was? Wenn du umdrehst, passt er bestimmt gerade so rauf. Ich dachte wirklich, da steht er drauf. Also ich stelle mir gerade vor, da steht vorne Bob, der Panzertyp, wie: Hey Leute, ich komme nicht weiter, holt mal die N-Strike Elite Terror Scout RC-Panzer-Kampfdrohne, Panzerdrohne tot. Wenn er das mit 18 Darts, sag diesen Namen. Guckt in den Spiegel, sagt den Namen ganz schnell dreimal. Ihr seid in der Hölle. Dann aber auch mit 18 Darts, Drohne, Kamera, Live-Übertragung auf die Fernsteuerung über den Bildschirm, 720p Auflösung, $200 in den USA. Nicht auf Lager! Auf jeden Fall. Wird das in Deutschland höchstwahrscheinlich nicht rauskommen, gehe ich mal davon aus. Ja. Yep. Die Terra-Drohnen, die da vorne, diese Spinne, die gab es ja auch nicht in Deutschland. Ich denke mal, wer das haben will, kann das erstmal sowieso, erst wenn es in den USA released ist, und dann muss man sich wahrscheinlich dann von da holen, indem man einmal rumläuft bis dahin oder so. Ja, wer es hier haben will, sollte das von da. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es hier nicht rauskommt, wie gesagt. Ne? Gab's ja, die andere gab es ja auch nicht. Das ist dann kommen wir mal zur Bewertung. Ich habe mir extra gemerkt, was da drauf steht, hab's aber schon wieder vergessen. Wir sollten es hinten auch mal draufschreiben. Ich cheate mal. Für uns. Dann. Okay, Battlefähigkeit. Ich weiß nicht, inwiefern es nützlich ist, da bist du eigentlich der Experte. Es kommt drauf an, das kann man jetzt eigentlich überhaupt nicht pauschalisieren. Ich würde einfach mal 3 Punkte geben, weil es mittelmäßig ist. Aus dem Grund, ich weiß gar nicht, was für eine Feuerrate das hat. Schießt das schnell, schießt das automatisch, schießt das. Musst du dann nach jedem Schuss ihre Fernbedienung auf den Knopf drücken, dass er nachlädt oder was? Das heißt, das ist überhaupt nicht zu sagen. Du weißt nicht, wie schnell das Ding fährt, wie schnell sich das schwenken lässt. Das kann man deswegen so überhaupt nicht pauschalisieren. Deswegen. Aber wenn man schon in der hintersten Reihe sitzt und sich denkt, so, jetzt hau ich den mal auf die Fresse mit einer Drohne. Dann setzt man die einfach raus, schiebt da hin und kann schon mal Auskundschaften. Also von der Idee her schon mal eine richtig geile Sache. Ja, also zum Auskundschaften locker. Dann kann man da sehen, was hinter der Deckung abgeht, ohne dass man den Kopf raushalten muss. Beispielsweise zum Spionieren. So, dann kommen wir zur Handhabung. Handhabung? Keine Ahnung, habe ich recht? Ja, ich habe recht. Handhabung kann ich nur sagen, was die Fernbedienung betrifft, weil die soll man ja schließlich handhaben, habe ich jetzt nicht in der Hand gehabt, fühlt sich an wie ein Tablet momentan. Aber oh, nee, ja. Ich stelle mir das eigentlich relativ ergonomisch vor. So, ne? Ja, es sieht recht gut aus, besonders, gucken wir nochmal, da hinten ist sogar noch ein Trigger. Ja, ein Trigger ist da. Ich habe mal angesucht, da dieses Orange, da kann ich mir vorstellen, dass man da drauf drückt und ja auch die Joysticks, mit denen man das wie beim Panzer steuert. Also indem du, kann man sich also um 180 Grad drehen, denke ich mal, einen direkten Wendekreis. Und die Knarre lässt sich Höhen verstellen, wie es aussieht. Ja gut, Wendekreis bei 0, lässt sich auf der Stelle drehen, dadurch durch das Kettenfahrsystem. Wenn du sagst, du kennst ja die Kupplung. Ja gut, einer dreht sich vorwärts rum, der andere dreht sich andersrum, dann dreht er sich auf der Stelle. Aber mir gefällt da die Wally-Optik. Ach, scheiße. Optik! Genau. Zur Optik, die Wally-Optik.
Naja, also das Unterteil gefällt mir schon ganz gerne. Ganz gut. Gefällt mir ganz gut, aber wenn ich ehrlich sein muss, Wall-E war zwar ein toller Film, aber die Terra-Drohne mit dem Spinnendesign, die hatte doch mehr. Die ist wahrscheinlich nicht ganz so praktisch, aber die sah für mich persönlich viel besser aus. Wie viele Punkte hatten wir jetzt für die Handhabung eigentlich gegeben? Keine Ahnung, das ist irgendwie in der Optik runtergegangen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Gesehen, Optik. Sieht aus nach 4 Punkten. Sieht aus, als würde ich 4 Punkte geben wollen, nachdem ich das die Fernbedienung habe. Man könnte argumentieren, dass es doch recht sperrig aussieht. Ja, okay. Und die Optik? Farben gefallen mir sehr gut in Kombination. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es den Blaster einzeln gäbe, würde ich den sofort kaufen. Der sieht super aus. Besonders mit dem Magazin. Das Design ist schön. Die Panzerketten gefallen mir sehr gut. Aber beides zusammen sieht irgendwie ein bisschen klumpig aus. Ein bisschen zu viel. Ja, okay. Das kann gut sein. Da habe ich jetzt, weiß ich nicht. Muss man sich irgendwie einigen. Ja, also 4 Punkte auf jeden Fall, würde ich sagen. Gehe ich mit. Also mit Farben und allem 4 Punkte... Denke ich mal, ist in Ordnung. Ich finde es auch ganz schön vorne mit diesem Schutzgitter davor. Man weiß ja nie. Genau, wofür man das noch braucht. Zum Dartzweck räumen, die im Weg liegen. Das wäre eigentlich geil, eine Schneeschaufel. Das wär's. Nerf, falls in Zukunft, was ich jetzt mal nicht denke, mach da eine Schneeschaufel ran. Das ist genial. Ja, muss man Battle im Schnee machen. Das auch. Aber dann brauche ich ja gar nicht mehr rausgehen zum Schneeschippen. Ja, stimmt. Ich bin dabei. Sieht schön aus auf jeden Fall. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, beides zusammen. Ja, gut, zu dem Fahrzeug. Dadurch, dass es ein Fahrzeug ist, ist es halt nicht mehr windschnittig mit dem Blaster. Und dadurch, dass es ein Blaster ist, ist es komisch aus mit dem Fahrbahnuntersatz drunter. Exakt. Also deswegen ein Punkt Abzug, der Rest passt. Ja. Bis dann, Leute, ciao. Na, das ging jetzt schnell. Ich hatte ja gar keine Zeit, noch eine lange ausschweifende Rede zu halten. Ja, dann. Also, ich spreche jetzt mal schnell an. Oh, Luftholen. Das wäre schon mal keine schlechte Idee. Danke sehr, dass ihr zugeschaut habt. Es war eine wundervolle Zeit. Ich liebe den Typen hier. Er ist voller Überraschung. Ich liebe den OVN Earth Community. Und bis zum nächsten Mal, euer Magic Beaver. Macht's wie ich beiß euch durch. Tschüss. So machen wir's. Okay. Was ist das? Gleich nach Hause? Jetzt kannst du nicht mehr.